Mir fallen da direkt so ein paar Aussagen ein, beispielsweise in Schnellroder, als Björn Höcke über die Fortpflanzung von Menschen in Afrika sprach, als wären es Bakterien. Oder mir fällt da die Rede ein, im, wie man in Dresden inzwischen sagt, Brauhaus Höcke, als er vom Denkmal der Schande sprach und von der Mahnmal der Schande. Vom Mahnmal der Schande, Entschuldigung, genau. Oder mir fällt dann Siegbert Dröse ein, der auch auf dem aussichtsreichen Listenplatz steht für die Europawahl, dessen Kreisverband Wahlkampf machte mit Autos, auf deren Schildern unter anderem AHA 1818 standen oder GD Großdeutschland 3345. Davon könnte ich jetzt ehrlich gesagt relativ viele Beispiele nennen. Diese Beispiele haben wir ja schon 10-mal, 20-mal immer wieder wiederholt. Aber sie werden deswegen ja nicht weniger. Deswegen ist doch für mich eine Person nicht deswegen gleich rechtsextrem. Ich habe Ihnen doch gerade die Definition von Rechtsextremismus, die im Übrigen auf der Webseite für politische Bildung genauso dargestellt ist, geschildert. Einzelne Aussagen, und da gibt es einige Politiker, im Übrigen auch anderer Parteien, die sicherlich mal daneben greifen, die ich nicht unterschreibe, die es auch bei uns gibt, keine Frage, und die ich auch zurückweise und wo ich auch mit diesen Politikern ins Gespräch gehe, heißt es für mich noch lange nicht, dass diese Person rechtsextremistisch ist. Hans-Georg Maaßen ist im Prinzip auch jetzt als Rechtsextremist eingestuft worden. Er darf beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Genau, die Frage muss man nicht rechtsextrem. Doch, natürlich.